Können wir irgendwie springen? Nee. Jetzt könnten wir das da oben öffnen. Ne, mit der Space-Taste unterbreche ich das Spiel. Okay, wir öffnen hier das Tor. Öffnest das Tor. Okay, Schwert wieder eingesteckt. Oh, Schwert wieder rausgeholt. Hier ist noch einer. Vielleicht sollte ich auch mal ausweichen lernen. Das ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Irgendwie greift er auch nicht mehr an. Na komm. Das sieht nicht gut aus. Abhauen. Hier da hinten sind noch mehr Leute. Ach du Kacke. Jetzt habe ich drei gleichzeitig am Kämpfen. Aha, wenn ich drehe, treffe gleichzeitig Ziele, dann kriege ich hier ein flammendes Schwert. Auch nicht drei auf einmal hier. Feiglinge. Einer nach dem anderen. So, dich jetzt als nächstes. So. Flammendes Schwert. Na, dich haben wir gleich. Sehr gut. Und der letzte, bitte. Ich lasse euch kriegen. Dann werden wir gleich sehen, wer hier wen kriegen lässt. Wenn wir jetzt hier schon so lange bei einem einfachen Gegner brauchen, den zu bekämpfen, will ich ja gar nicht wissen, wie das dann wird, wenn wir gegen den Professor kämpfen. Wenn wir dann den Endgegner haben. Wenn wir die ganz großen Bosskämpfe haben, das kann ja dann nochmal spaßiger werden. Es dauert dann eine halbe Stunde, bis wir die besiegt haben. So. Hier sind wir oben. Kampfstil, schneller Kampfstil. Ja, das wäre mal toll, wenn wir mal ein bisschen Kämpfer schneller kämpfen würden. Das wäre gar nicht so verkehrt. Benutzt den schnellen Kampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Wechselt in Stil durch Linksklick auf das Katzensymbol oder indem ihr X drückt. Also auf X klicken. Ach so, jetzt haben wir hier die schnelle Sache. Irgendwie klappt das noch nicht so ganz. Wir werden hier abgeschlachtet. Kriegt irgendwie gar keinen Schaden. Das ist relativ ineffektiv. Oh, da hat er einen Schaden bekommen. Meine Draufhau-Taktik funktioniert hier nicht so ganz. Und ausweichen sollte ich vielleicht auch nochmal üben. Das waren noch ein paar gute Treffer. Jetzt schwingt er wenigstens nicht mehr wie ein Vorschlaghammer. Wir nehmen scheinbar nicht wirklich Schaden. Also der rote Balken dort oben hat sich noch nicht so wirklich bewegt. Das Game Over gegangen sind wir hier noch nicht. Benutzt den starken Kampfstil, um größere gepanzerte Gegner zu bezwingen.
wechselt in diesen Stil durch Linksklick auf das Wolfssymbol oder in den Y drückt. Aha, okay. Y. X und Y. Verstanden. Das kann man sich merken. Na komm. Scheinbar nehmen wir noch nicht großartig Schaden. Besiegt wurden wir von keinem hier. Im Sturm sind wir noch nicht. Wird es bestimmt später noch geben. Wir werden bestimmt später noch sterben. Aktive Pause. Das klingt nicht schlecht. Drückt die Leertaste, um den Pausenmodus zu aktivieren. Tipp, verwendet die aktive Pause, um zwischen den Kampfstilen zu wechseln. Okay. Jetzt können wir hier X klicken und dann... Ach, verstehe. Ja, das ist richtig hier. Und dann können wir auf Y klicken und mit dem weitermachen. Wobei wir wahrscheinlich erstmal den hier besiegen sollten. Wir sollten erstmal mit X hier den agilen Kämpfer besiegen. Und dann mit dem starken Angriff weitermachen. Greif du doch nicht von hinten an. Wie fein gibst du denn? Stell dich gefälligst hinten an. Einer nach dem nächsten. Ich kann mich nicht gleichzeitig bekämpfen. Noch nicht. Na komm. Zack. Sehr gut. Oh, Y. Jetzt mit dem starken Angriff. Auf ihn. Auf ihn. Kettenangriffe. Verstehe. So funktioniert der Kettenangriff. Und weg ist er. So, hier oben gibt es nichts, nur ein Lagerfeuer. Pfeil- und Bogenangriffe. Oh. Wird kommen. Auf den Turm. Die Treppe bricht unter uns zusammen. Tja. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola. So. Wir sind ihnen entkommen. Aber hier oben sind noch weitere Leute. Auch noch besiegt. Langsam kapiere ich die Kampfkunst. Langsam kriege ich das hin. Das ist ja das Ziel des Tutorials. Hup. Ich will mal kurz wechseln. Gut, dass man ja so schön pausieren kann. Die Schwerter abwechseln kann. Mittlerweile kriege ich auch die besiegt. Was macht der hier? Ich glaube, da muss ich erstmal wechseln. Ich würde erstmal den Bogenschützen ausschalten. Das wäre vielleicht keine blöde Idee. Na komm. Na komm. Muss ich den mit dem anderen Schwert besiegen, oder? Was ist hier die Mission? Na komm, Y. Oder X. Na komm. Wie kriegen wir dich besiegt? Ah, so kriegen wir dich besiegt. Wer genutzt, der andere auf der Seite angreift. Mach du nur. Zu dir komme ich gleich.
und ich bekämpfe ihn gleich so. Y und zack. Treppenkampf. Ich nehme scheinbar gar keinen Schaden. Das soll mir nur recht sein. Na komm. Sehr schön, den sind wir los. Den Kandidaten sind wir los. Was haben wir hier? Sackgasse. Ich habe wieder so einen Kollegen. Na komm. Mit Feuer und Bogen. Ist unfair. Na komm, nicht erledigt noch. Nicht ausweichen hier. Feigling. Na kommst du her. In Enge treiben. Na komm, jetzt. Mit seinem Gericht kriegt er uns nicht. So, weiter hier. Jetzt sind wir hier. Ich glaube, da sollten wir mal mit Y. Nee, das ist ja, das ist so ein schneller hier. Wie mit der Maske. Legt euch mit mir an. Na komm doch immer hierher. Lass uns auf der Ebene kämpfen. Na komm her. Ein Schritt und ihr sterbt. Oder du. Oder du sterbst. Na kommt her. Vermutlich müssen wir den erstmal besiegen. Y. So. Zack, zack, zack. Kommt näher. Tun wir erstmal dich besiegen. Und dann die anderen. Ihr werdet den Tag verschlucht. Wir stecken auf der Treppe fest. Nicht so vorlaut sein hier. Nicht vorlaut. Und ihr sterben. Ja, ja. Wenn wir sehen, wer hier stirbt. Erstmal den hier klein metzeln. Dann bist du als nächster dran. Stehen so schön auf der Treppe und können mich angreifen. Ein Schritt und ihr sterbt. Sehr schön. Hey, hier, ich mache einen Schritt. Hängt ja auch auf der Treppe fest. Sterb selber. So, Gegenstände benutzen. Linksklick, um linksklickt auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Drückt Alt, um alle benutzten Gegenstände in eurer Nähe zu markieren. Ihr könnt Objekte und Türen nicht während eines Kampfes benutzen. Ich weiß, Alt F4, um den alten Cheat freizuschalten. Oder Modi? Alt F4 und man schaltet einen berühmten Cheat frei, der einen unbesiegbar macht. Einmal Alt F4. So, das Tor ist offen. Da warten mehr Kämpfer auf uns. Ach, Schreck. Den Kandidaten haben wir auch noch. Den müssen wir auch noch bekämpfen. Oder auch nicht. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles.
Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues... Also den einen Kollegen, den werden wir verlieren. Inventar. Öffne das Inventar durch Linksklick auf das Ranzen-Symbol. Oder durch Druck auf I, um Zugang zu den Gegenständen zu erhalten. I natürlich das Inventar. Was sonst? Rechtsklickt auf den Donnertrank, um ihn zu benutzen. Tipp zieht Tränke aus dem Inventar auf die Schnellfächer, die euch eine schnellere Benutzung mehr ermöglichen. Okay, ab ins Inventar. So, war mal der Trank. Immer die Tränke. Donner und Schwalbe. So, den Trank, den müssen wir hier entziehen. Na dann. Ah, hier können wir dann das Schwert austauschen. Bisschen Misak. Alles klar. Karte. Alles klar. War die Tränke jetzt genommen, oder? Der muss doch genommen werden. Zum Benutzen rechts klicken. Sehr schön. Trankeffekt. Wählt den Cursor über ein Effektsymbol, um Informationen über den Effekt zu erhalten. Tipp, aktive Effektsymbole erscheinen in dem Ring um das Medaillon. Verstehe nicht ganz, aber wir werden es wohl noch herausfinden. Geralt, ich warte. Ja, ich komme schon. Sieht er den Eingang? Auf geht's. Trink noch kurz einen Schluck. Gespeichert wird. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Okay. Wo müssen wir hin? Feinden ausweichen. Ah, das habe ich gebraucht. Drücke im UDS-Modus eine Richtungstaste. Zweimal WASD, um Feinden auszuweichen. Das wird natürlich nicht unser hauptsächlicher Kampf sein. Achso, so weicht man aus. Wir werden draufhauen. Alte Zwergentaktik. Angriff ist die beste Verteidigung. Auf die rüber. Ich glaube, wir haben den falschen Modus. Ja, hier. Starkes Schwert. Vorschlaghammer. Na komm. So. Wozu ausweichen? Wenn es auch ohne Ausweichen geht. Sehr schön, und der nächste. Mein Mitstreiter hier, der kriegt irgendwie nichts gebacken, oder? Das muss ich jetzt alles alleine machen. Der hilft mir irgendwie gar nicht. Der versucht es manchmal ein bisschen, aber so wirklich Schaden kriegt er nicht hin. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr gebogen seid. Der haut so ein bisschen in die Luft, aber Schaden fügt er dem nicht zu.
Schaden kriegt er hier nur durch mich. Na komm. Drauf. So, haben wir sie besiegt. Haben wir fertig. Okay. Da haben wir ein hübsches Fenster. Rausgucken können wir leider nicht. So, was gibt's hier? Gibt's was mitzunehmen? Leider nicht. Sehr schade. So. Kampfstil. Gruppenkampfstil. Der Gruppenkampfstil ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächerer Gegner. Wechselt in diesem Stil durch Linksklick auf das Greifensymbol oder indem ihr C drückt. Okay, C ist auch ganz in der Nähe. X, Y und C. Verstehe. Einmal C. Gruppenkampfsymbol. Hier kann ich die ganze Gruppe auf einmal verprügeln. Alles klar. Ich hoffe, dass mein Kompagnon nicht dazwischen kommt. Okay, einen haben wir schon. Ihr hättet fliehen sollen, als ihr noch konntet. Na komm. Nicht den Kollegen angreifen. Nicht, dass aus Versehen unseren Freund anledige. Okay, da lebt noch einer. Ist noch einer hier, oder? Ne, haben wir alle besiegt. Okay. Was gibt's hier zu sehen? Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Da müssen wir so runter. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savola keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder. Aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Leo, bleib zurück, sonst wirst du noch sterben. Geht uns noch drauf. Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Der Leo, der wird noch drauf gehen. Mit der Mission. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Hexer werden uns nicht belästigen. Okay. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Was für ein Ding. Das Art. Ein Eintrag im Tagebuch. Geralt schreibt also Tagebuch. Interessant. Verteidigung von Kaer Morhen. Da kommen wir jetzt nicht durch, oder was? Direkt durch? Nee. Das wird wohl nix. Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Ach, da wahrscheinlich. Elementarkreise. Links klickt auf den Elementarstein, um ein Zeichen zu erlernen. Tipp, schaut euch später im Spiel nach anderen Elementkreisen, um neue Mächte zu erlernen. Skillbaum oder was? Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Zeichen 8. Das Art-Zeichen ist eine
kinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen, der Feinde oder Feinde zurückzustoßen. Rechtsklick auf ein Ziel, um das Zeichen zu wirken. Tipp: Niedergeschlagene, betäubte Feinde sind leichter mit einem einzigen Schlag zu töten. Okay. Einfach mal Rechtsklick. Let's go. Durch die Blockade und dann ab in den ersten Bosskampf, wie es ausschaut. Na, will nicht so recht. Okay. Das klappt noch nicht ganz. Mach doch Rechtsklick. Woran liegt das hier? Achso, ich muss erstmal aufladen. Aha, und dann. Es tut aber nicht, was es soll. Unbekannter Magier. Wir kommen durch die Barriere nicht durch. Leuchtet mir nicht ganz ein. Jetzt müssen wir ihn erstmal zurückstoßen, damit wir durchkommen. Aha. Warum nicht? Merkt das Art auf den Schutt, der die Treppe versperrt. Ach so, alles klar. Ich versuche dadurch die Blockade durchzukommen. Dann halt so. Ich habe versucht durch die Blitzblockade zu kommen. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Trish, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weist dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt... Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Aha. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss und ich kümmere mich mit Wesen um den Furchtbringer. Ah, jetzt haben wir die erste Entscheidung im Spiel. Das Labor retten oder den Wesemir, den Furchtbringer, bekämpfen. Was im Labor sah doch spannend aus. Ich gehe mal zum Labor. Warum nicht? Könnte auch eine falsche Entscheidung sein, aber ich gehe zum Labor. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Okay, unsere Mission steht fest. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Sprechen durch. Oha, Bossgegner. Schnell, verteidigt das Labor. Wir kümmern uns ums Labor.
Da müssen wir jetzt mal nicht gegen die Heuschrecken kämpfen. Das ist mir ganz lieb. Uns darum nicht kümmern müssen. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Was machen denn die Haare da? Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist die Haare sind aber wild. Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Ja. Neuer Eintrag im Tagebuch. Erhalte den Waldkauz. Gut, aber für diesen Stream würde ich jetzt hier erstmal diese erste Aufnahme für diesen ersten Stream. Für die ersten Parts würde ich jetzt erstmal hier an dieser Stelle beenden. Ich würde das hier erstmal unterbrechen. Ich hoffe, wir können im nächsten Stream hier weitermachen an dieser Stelle und das Labor retten. Für heute reicht das aber hier erstmal. Ich würde das hier erstmal gut sein lassen. Und sagt euch nach oben, sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid und den nächsten Part von The Witcher 1, der Wild Hunt, nicht verpassen wollt. Nicht der Wild Hunt. The Witcher 1 Wild Hunt, genau. The Enchanted Edition Wild Hunt werden wir eines Tages vielleicht noch spielen, aber The Witcher 1 HD Remake, nennen wir es mal so. Ja. Habt ihr noch einen angenehmen fröstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.